Okay, ich mach das einfach. Ich mache jetzt gleich Fleischfarm und aus irgendeinem Grund frage ich mich, wieso ich die bei dir baue. Ich weiß auch nicht, warum du die bei mir baust. Warum bauen wir die nicht in unseren Keller? Ja, wir bauen noch eine viel bessere, viel effektivere in unserem. Ja. Ich will auf jeden Fall auch eine automatische Melonenfarm. Ja, Jim, das kannst du alles bauen. Ich will da einfach mal alles hin. Ich hol mal Cleanstone, David, damit wir hier in der Alp wieder reiten können. Jo. Wollen wir nicht eigentlich immer mal hier wegwandern? Machen wir es nach der Hühnerfarm? Wohin wegwandern? Ja, hier Villager suchen. Ja, wollten wir mal. Werden wir es danach machen? Keine Ahnung. Nein. Achso, du hast gerade gesagt. Ich hab gerade gesagt, keine Ahnung. So. I have no Ahnung. Irgendwie kommen hier voll gerade wenig Goldnuggets. Irgendwie kommen hier gerade voll gerade wenig Goldnuggets. Oh. Bisschen deutsch auf der Welt. Doch, ich baue das doch woanders. Ich bin nämlich geil. Ich weiß, wo ich das baue. Wo denn? Sag ich dir nicht. It's secret. It's secret. Ha! Ey, Tim! Wenn wir den Kanal haben und auslegen, könnt ihr nicht mehr in die Base. Scheiße. Doch, macht ihr es nicht so, dass ihr euch mit den drei Sichten. Ja, abnimmt. Aber trotzdem. Ja, könnt ihr halt eine Folge von drei Folgen nicht in die Base, das stimmt. Wir wollten das ja so abwechselnd machen. Und Tim braucht noch ein Aufnahmeprogramm. Aber warte, müsst ihr ja alle drei immer dabei sein, ne? Nein. Wenn Julian zum Beispiel nicht aufnimmt und nicht dabei ist. Nur der aufnimmt, muss immer. Achso, macht ihr dann immer, macht ihr es dann jede Folge wechselt euch ab oder macht ihr jede Aufnahme wechselt das euch ab? Das wissen wir noch nicht. Okay. Kann ich glaube ich jede Aufnahme oder so. Denke ich mal, das ist klüger. Ja, klüger, aber jede Folge wäre cooler, wäre schöner anzusehen, würde ich, glaube ich. Das ja, weiß ich nicht. Aber müsst ihr entscheiden und ich weiß auch nicht, ob das so funktioniert wegen Technik. Aber natürlich wäre auch scheiße, wenn und einer... wenn dann einer fehlt. Wäre das oder wäre es natürlich auch scheiße, wenn einer hat dann... Einer nimmt dann eine 3-Folgen-Aufnahme auf, der andere nimmt dann so 20 Folgen auf, weißt du? Stimmt. Ja, dann eher... Weil eher, wir müssen so oder so erstmal gucken. Ob wir das so überhaupt machen. David, ich baue mal schnell meine Netherwarzenfarm wieder ein bisschen zu, deswegen ist jetzt ein bisschen weniger Platz, aber soll ja auch. Ich brauche da weiter doch eh nicht mehr bauen. Achso, stimmt. Ist ja scheiße. Nicht Spaß. Wie gesagt, weißt du, was voll geil ist? Hm. Mir ist eingefallen, ein Trick, wie das aussieht, als ob eine Kiste unter einem ganzen Block wäre, aber die Kiste trotzdem zu öffnen ist. Wie denn? Du musst Holzstufen so zu einem 7/8 Block zusammenformen, wenn du weißt, was ich meine. Das sieht dann so aus, wäre die unter dem ganzen Block. Ach so. Aber die Stufe kann man ja aufmachen, deswegen. Weiß ich. Tim, ich bräuchte mal deine Hilfe beim Keller. Wo bist du? Beim Keller? Echt? Ich sag, ich brauche mal deine Hilfe beim Keller. Bist du an mir vorbeigelaufen? Ich bin unten im Keller. Ja, bist du an mir vorbeigelaufen? Ja. Wie findest du das mit den Fackeln außen? Das nicht gesehen. Das war dumm. Nee, das sieht richtig hässlich aus, Tim. Aber wie sollen das hier so ausgeleuchtet haben? Ja, vielleicht mal statt hier die ganze Zeit Büsche auch manchmal Laternen setzen. Dann brauchen wir mega viel, Ja, dann brauchen wir eben mega viel Glowstone. Gib den Nether. Außerdem kommt die hier auf die gegenüberliegende Seite doch Julians Haus hin. Hallo! Bitte dein Mitbewohner! Komm mal, komm, Julian. Was? Komm jetzt gleich weiter. So. Ich brauche jetzt trotzdem deine Hilfe beim Keller, Julian. Tim. Sorry, Julian. Ja. Hier ist ein Creeper aus dem. Okay, ist von oben gekommen. Müssen wir überhaupt zu? Ein Creeper im Haus, der jetzt explodiert. Jetzt musst du, davon umbringen, Tim. Wenn du mir nicht hilfst, dann ist hier klar, dass es explodiert. Ich habe gerade das kaputt ist klar. Weggemacht. War gar nicht im Haus. Ja, wenn du zu doof bist, um den zu töten. Junge, der kam um die Ecke gerade, als ich hier lang bin. Ja. Sofort explodiert. Ja gut, habe ich gesagt, dass... Halt die Fresse, Tim.
Hab ich gesagt, dass... Halt die Fresse, Tim! So, jetzt haben wir weniger, Ey, wir hatten doch noch was. Wir haben aber keinen Teppich mehr. Ja. Ist auch noch rot, ja, doch. Wir brauchen mehr Glas. Gut. Und 2, 3. Reserveteppich. Die fackeln fehlen. So, Glas. Was machst du? Da war kein Holz. Da. Nein, Tim. Da war die ganze Zeit kein Holz. Sieht aber besser aus so. Nein. Doch. Überhaupt. Viel besser. Nein. So. Warum mit dieser Lücke dann nicht? So. Du wolltest mir helfen, Tim. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nicht gesagt, gesagt, wie ich will. Dann darfst du nicht mehr in den Keller. Achso, oh lol, Mist. Folge. Ja, ich mach jetzt noch 5 Minuten lang die Folge und dann wird's eine Doppelfolge. Okay, 30 Minuten, cool. Warum? Ja, ist halt, naja, also es wäre, also ich split das hinter 2 Folgen. Weil der Timer hat vor 5 Stunden gepiepst und dann ist, dann wollte vor ich noch 5 Stunden? Nein, der hat vor irgendwie 10 Minuten gepiepst. Nein, der hat irgendwie vor 10 Minuten gepiepst, da wollte ich aber noch ganz kurz was fertig machen. Folge. Da wollte ich dann ganz kurz was fertig machen und dann habe ich das vergessen. Wird das nur so ein Gang oder sollen wir auch eine Riesen? Junge, ich mach gerade den Gang und das wird eigentlich noch in die Richtung breit auch. Nur weil ich den Gang in die Richtung mache, heißt das nicht, dass es nur so ein Hey Gang. Leute! Ich bin da! So, ja, ich werde dich jetzt ein bisschen. In der scheiß Keller, ey. Mach jetzt auf Makler. Nein, Julian, komm mit. Ja, wo denn? Ja, wo ist denn der scheiß Keller? Das brauchst du noch nicht zu wissen. Hier, wenn, dann kommt der Busch das weg. Das brauchst du nicht zu wissen, ey, scheiß Tür. Dann kommt der Busch hier weg und du kannst den Weg hier in die Richtung bauen. Und guck mal, hier jetzt. Oh, geiler Busch. Find aus. Guck ja, mal. Aber ich finde, der Wald muss stehen bleiben. Ich mag den Wald. Der Wald. Ja, du kannst das Haus ja an den Wald anpassen. Der Wald wurde schon 3-mal von Laird abgefangen. Ich habe ihn immer wieder neu gepflanzt. So ein Garten. So ein Garten, so. Naja. Aber da, muss man, da müssen wir mehr Bäume hin. Ja, also, kannst du schon 3-mal. Ja, komm jetzt mit. Ich? Okay. Komm jetzt mit. Aber so langsam levelt man gar nicht. Nee. So viel Unterschied war da gar nicht. Ah! In der Mitte. Ah! Ja. Ist das nicht eine schöne Eingangshalle? Ist zwar ein bisschen klein, aber... Ja, ich hätte jetzt noch so 50 Meter höher gemacht. Hier kommt die Küche hin. Küche! Der Kamin brennt schon, aber die Küche kommt noch hin. Und hier... Scheiß Kamin. ...ist im Keller dann. Meiner sah schöner aus. Guck mal. Fick dich! Mach den nicht aus! Nein, ich hab den nicht ausgemacht. Ich hab nur Steinruhe gebaut. Stimmt. Gut. So, Hab ich extra drauf geachtet. Und hier geht's dann in den Keller. Da muss Holz hin. Oder? Das ist doch noch nicht fertig. Okay, wollte ich schon fragen. Der Keller, würde ich sagen, sieht schön aus, auf jeden Fall bisher. Ja, der ja, bisher ist ja auch riesig. Hier ist euer Geheimversteck! Das ist die Base, das ist die Base! Hör auf, das ist die Base! Und hier ist der heilige Cobblestone! Hier ist die heilige Cobblestone, voll wichtig. Du, wir haben eine heilige Blume bei uns in der Base. Ey, guck mal hier. Ich muss in das Haus hier umziehen, Neil. Ja, ihr habt eine heilige Base, damit ihr da eine Workbench habt. Du. Nein, aber die muss wirklich, die Blume muss in dieses Haus hier umziehen. Nein. Doch. Und da wird die mit Goldblöcken so umrandet. Ja, was habt ihr denn für eine scheiß Blume? Eine normale gelbe Blume. Wow, und wo ist die? Im Lager. Base-Lager? Hey, seit wann haben wir eine heilige Blume? Da ist kein die geheime Base. Ach so. Löwenzahn, ich ist aber auch ein einzelner Löwenzahn in den Kisten. Ja, nein, aber das ist nicht platziert. Der. Verwechselt ihr die beiden vielleicht? Nein, das ist nicht der Löwenzahn. Habt ihr ihn umbenannt? Ein Löwenzahn. Habt ihr ihn umbenannt? In Löwenzahn. Ehrlich jetzt? Nein, aber Julian, der in der Kiste ist ein Löwenzahn. Bei uns in der Base ist der Löwenzahn. Ja? Dam, dam, dam. Oder die. Die Löwenzahn! Ey, die Löwenzahn, ey! Ey, die Löwenzahn! Ey, hast du schon die neue Löwenzahn? Ne? In Eingang. Was? Hier kommt die Hühnerfarm hin. Ey, hast du schon die neue Folge von die Löwenzahn geguckt? Ja, Tim? Warum in den Eingang? Ja, hier so ungefähr, weil dann kommen wir hier rein und haben direkt Essen. Können uns direkt bedienen. Ja, okay. Also hier kommt doch. Ein theoretisch könnten wir dann hier ein Lager bauen und aus dem Lager austreten, aber das machen wir ja nicht. Dam, dam, dam!
Aber hier wäre viel geilerer Ort fürs Lager. Hey! Das stimmt doch. Stresserfahrung oder was? Ey, kann ich mir die Hälfte der Eier ausleihen, Julian? Was? Die du unten in der Kiste hast. Ich hab die ja schon geworfen. Die sind ja schließlich von mir. Julian? Wo ist eigentlich das ganze gebratene Fleisch von den ganzen Hühnern hin? Du meinst von den Kühen? Kühnern meine ich. Kühnern? Das von den Kühnern? Nein, das habe ich für unsere Expedition in einer Kiste getan. Für euch. Okay, hier kommt dann die Hühnerfarm hin. Jo. Auf die andere Seite kommt eine andere Farm. Eine andere Farm. Nein, das wird so, das ist nur, hier ist die Wand sozusagen. Wie kann man so dämlich sein wie ich? Ich hab halt weiter. Was hast du kaputt gemacht? Ich hab bei der Hühnerfarm einfach mal die Wände nicht zugebaut, jetzt sind die in so einem kleinen Loch drin. Dumm, ey. Ich muss gleich mal kurz nochmal sie zu holen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, denn ich würde sagen, das war's von der Folge Let's Play Minecraft zusammen mit David und Tim. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach eine Bewertung da, wenn ich einen negativen Lack warum. Tschüss!